Ein neues Buch hast du geschrieben. Es heißt Rotkäppchen raucht auf dem Balkon. Darüber reden wir und über dich. Und dass wir du sagen, das hängt damit zusammen, dass ich dich zumindest kenne, glaube ich, seitdem du schreibst. Das war Ende der 90er Jahre, als du kichernd mit Helmut Höge irgendwelche, mit dem Hausmeister und Journalisten Helmut Höge bei der Taz irgendwelche heiteren Substanzen geraucht hast und dich Nein. langsam dein eher einer von euch vielleicht und du dich langsam den ersten Texten angenähert hast. Ich war nie ein großer Freund von Cannabis. Das sind in meiner Vorstellung entweder ältere Menschen, diese 68er-Generation, die einfach aus Gewohnheit immer weiter kiffen, oder ganz jungen, 20-Jährigen. Ich war schon immer ein Mann des Weines, des guten Rotweines. Das heißt, die lustige Stimmung kam wirklich aus den Texten und nicht aus den Drogen. Die lustige Stimmung kam aus der tragischen Lebenswahrnehmung. Wenn du die Welt ständig als eine endlose Tragödie siehst, dann kannst du darüber nur lachen. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, diese Tragödie zu überwinden. Weil wenn alle weinen, ist eine Sackgasse. So kommen wir nicht weiter. Und ich hatte damals, ich weiß ganz genau, wie das angefangen hat. Das war 96 oder 97. Ich hatte einen Vor Damals war in jeder Kneipe in Berlin eine Art Vortragscafé. Da trafen Menschen nicht einfach so aufeinander, sondern um zu diskutieren, um etwas Neues zu erfahren. Zumindest bei uns in Berlin, Prenzlauer Berg. Und ich wurde eingeladen, einen Vortrag über sowjetische Weltraumforschung zu halten. Über die Lebensbedingungen der Kosmonauten. Dafür warst du ex als Experte bekannt? Na, was heißt Ex ja? Da, Kosmonauten waren eine Kaste. Es gab in der Sowjetunion viele Berufe, die in extra für sie gebauten Häusern oder Siedlungen oder Städtchen sogar lebten, wie Schriftsteller oder Kosmonauten. Kosmonauten war eine solche Kaste. Und dieses Sternstädtchen war in der Nähe von dem Dorf, wo meine Eltern im Sommer immer eine Datsche mieteten. Und wir sind als Kinder immer zu den Kosmonauten gegangen. Also sie hatten eine hohe Mauer und so, aber als Kinder konnten wir da rüberklettern und wir haben da Zigaretten gekauft, Bier. Die hatten alles, also die hatten bessere Zigaretten, die Kosmonauten. Und da lebten sie mit ihren Familien, mit ihren Frauen und Kindern. 90% von diesen Kosmonauten sind nie geflogen, das ist klar. Das war die Masse, die Kosmonautenmasse. Da wurden welche ausgewählt dann zum Fliegen, aber nicht alle sind geflogen. Sie hatten ein schönes Leben. Und darüber habe ich berichtet damals in Berlin, über dieses Kastenleben, über meine Erfahrungen mit Kosmonauten, Erinnerungen aus der Jugend. Und nach diesem Vortrag kam Herr Höge zu mir und fragte mich, ob ich vielleicht Lust hätte, eine Kolumne zu schreiben für die Taz. Ich sagte, ja, gerne, zu welchem Thema? Daraufhin bekam ich die Antwort, das Thema ist egal. Und dafür mag ich Helmut noch immer. Das Thema ist egal. Alles ist interessant, wenn man das richtig unter die Lupe nimmt und richtig beschreiben kann. Und berühmt geworden bist du dann über die Taz hinaus mit dem ersten Buch, das hier irgendwo begraben liegt. Und ah ja, hier, Russendisco natürlich. Das war, in welchem Jahr ist das entstanden und gab es erst die Musik oder erst die Texte? Russendisco war in der Natürlich gab es erst die Torstraße. Musik. Die musste dann später, diese Partys gab es, die Russen-Disco-Partys, die habe ich dann später beschrieben, logischerweise. Das Buch ist im Jahr 2000 erschienen. Schön. Und erzähl noch mal, also du bist in der Sowjetunion geboren und 1909, im Sommer 1990 hierher gekommen und es erschien dir auf den ersten Blick paradiesisch, denn das Land war relativ ausgelassen. Oder? War Ich das kam Juli? nach Juli Deutschland, 90? ja, als Deutschland Weltmeister Ja. wurde, Fußball-Weltmeisterschaft. Da haben sie gegen Argentinien gewonnen, glaube ich. In Italien gegen Argentinien gewonnen. Aber wir haben das alles verpasst. Wir waren im Zug. Wir konnten da kein Fußball schauen. Und das war natürlich eine total ausgelassene Stimmung. Mein Freund, mit dem ich zusammen diese Reise unternahm, sagte: Mensch, wer hätte gedacht, dass diese Deutschen so ein freundliches, offenes Volk sind? Wir haben in jeder Kneipe, die wir betraten, sofort ein Getränk auf Kosten des Hauses bekommen. Na, wahrscheinlich feiern sie noch immer ihren Mauerfall.
meinte mein Freund, weil das so ein Riesenereignis war, das können Sie einfach nicht vergessen. Wir müssen hier bleiben, weil wir wollten ja ursprünglich weiterfahren nach Dänemark und sind dann geblieben. Ja. Obwohl das am nächsten Tag schon ganz anders aussah, alles grau und trist. Ach so, der Weltmeistertriumph nur einen Tag. Und du wärst fast Däne geworden, das wusste ich auch nicht. Meine Freunde, während ich in der Armee gedient habe, 86, 88, sind viele Freunde von mir nach Dänemark gefahren. Das war eine Zeit des allgemeinen Herumfahrens. Plötzlich wurde es möglich. Damals kam eine Jugendbewegung, eine dänische Jugendbewegung nach Russland, Next Stop. Das waren Hippies, Punks, die dann schnell gleichgesinnte Russen kennenlernten, meine Freunde, und sie mitnahmen. Wie auch immer. Und da hatten sie schon in Christianien ein eigenes Haus, das sogenannte Russenhaus. Da wollten wir hin. Und bereust du es manchmal, dass du nicht Däne geworden bist? Nein, ich war ja da. Wir sind dann nach einem Monat in Berlin, sind wir doch nach Dänemark gefahren. Wir mussten irgendwelche Papiere bekommen. Und mit diesem ersten Papier sind wir nach Dänemark gefahren. Das war relativ leicht. Ich glaube, beim zweiten Versuch hat es geklappt. Und es war sehr schön, aber es war total belanglos. Also Dänemark... Keiner wurde Weltmeister. Du kannst da gut, ich weiß nicht was, in Rente gehen oder kiffen, ja wahrscheinlich. Okay, aber so weit bist du ja noch nicht. Das sind sehr nette Menschen, aber da war überhaupt nichts los. Alle meine Freunde, die gutes Leben hatten in Dänemark, haben Dänemark verlassen. Der eine nach 2, der andere nach 10 Jahren. Auch wenn sie erfolgreich waren, Firmen hatten dort, so Übersetzungsbüros, sind sie entweder nach London oder nach Thailand weitergefahren. Und von deiner Reisefreude haben wir eben schon gehört. Du bist jetzt auch einer der reisefreudigsten deutschen Autoren und bist eigentlich fast immer unterwegs, habe ich den Eindruck. Jetzt, seit einem halben Jahr ungefähr, nicht mehr. Ne? Wie war das jetzt für dich? Also du machst einfach sehr, sehr viel Lesungen, überall in Deutschland, habe ich den Eindruck. Und das ist jetzt völlig weggebrochen. Wie war das neue Leben jetzt für dich? Ich habe sofort ein neues Buch angefangen. Ich war im Februar fertig mit dem Rotkäppchen. Ja. Rotkäppchen raucht auf dem Balkon ist unverständlicher Titel. Soll ich erklären, warum das so heißt? Ja. Das ist, also in diesem Buch geht es um meine erwachsenen Kinder und Eltern, die immer kindischer werden. Dass sie Schwierigkeiten haben, miteinander zu kommunizieren. Und in der eigentlichen Geschichte, die dem Buch diesen Titel gegeben hat, da geht es um Geburtstag meiner Mutter. Sie sagt, ich möchte unbedingt, dass meine Enkel kommen, weil sie besuchen mich so selten. Ich sage, ja Mama, es ist so, überall auf der Welt, leider, die Enkel, es gibt überhaupt solche Jugend nicht, die freiwillig ihre Großeltern besucht. Doch, sagt meine Mutter, es gibt eine solche Jugend. Da kenne ich viele Geschichten. Rotkäppchen zum Beispiel. Ich dachte, Mensch, Mama, Rotkäppchen ist ein Märchen. Von frustrierten Omas ausgedacht und Gebrüdern Grimmens Ohr geflüstert. Du glaubst doch nicht wirklich, dass das Mädchen freiwillig durch den dunklen Wald gegangen ist. Und da erzähle ich die Geschichte des Rotkäppchens aus der Sicht ihrer Mutter, ja, warum sie eigentlich zu Oma gehen musste. Und meine Mutter bleibt trotzdem bei ihrem Wunsch, sage, okay, ich spreche mal mit meiner Tochter. Dann rufe ich Nicole an, meine Tochter, und sage, Nicole, hast du Lust, könntest du dir vorstellen, eine halbe Stunde bei der Oma Rotkäppchen zu spielen? Ja, und was soll ich da genau tun? Soll ich sie wirklich fragen, warum sie so große Ohren hat? So geht die Geschichte. Dann irgendwann mal kommt sie doch, weil sie ein fantastisches Kind ist, eine wunderbare Tochter, zu meiner Mama. Und sagt 100 nette Sachen und geht rauchen auf den Balkon, weil sie so müde ist von diesem Rotkäppchenspiel. Und deswegen heißt das Buch Rotkäppchen raucht auf dem Balkon. Im Februar war ich damit fertig. War ein sehr wichtiges Buch für mich. Ich habe 2 Jahre mindestens daran gearbeitet. So ein lustiges Buch, dachte ich. Was mache ich jetzt? Und dann kam Corona. Im März, wie du sagst, bin ich auf einer endlosen Lesereise zum Stehen gekommen, in Baden-Baden, ja. Am 13. März, ich werde es nie vergessen, Freitag der 13., ich sollte eine Lesung und eine Disco machen im Casino Baden-Baden und Deutschland stand schon in Startlöchern für dieses erste Lockdown,
Es war schon klar aus den Medien, bald kommt's. Aber an diesem einen Tag war noch die Welt, schien zumindest noch in Ordnung zu sein. Ich traf den Direktor, Casino-Direktor, auf der Straße vor dem Hotel und er sagte, ja, Herr Kaminer, heute läuft's. Ich selbst kann nicht kommen, ich habe so einen komischen Husten, aber ich war schon beim Arzt, ich bin krankgeschrieben, aber meine Mitarbeiter, sie kommen alle und tanzen mit ihnen bis in die Morgenstunden. Und dann 20 vor 8 kam die Anweisung, der Spielbank, Casino musste geschlossen werden, alle sollten raus. Und ab da begann dann eine neue Geschichte für mich. Normalerweise beschreibe ich Menschen, die etwas Verrücktes machen in einer ziemlich normalen, stinknormalen Welt. Und plötzlich änderte sich diese Situation und absolut stinknormale Menschen fanden sich in einer irrealen Welt wieder, wo sie überhaupt nicht mehr wussten, nach welchem Pfeil sollen sie wohin gehen. Also habe ich sofort ein neues Buch begonnen, Deutschland raucht auf dem Balkon. Und das schreibe ich jetzt zu Ende. Obwohl die Geschichte ja nicht zu Ende ist, aber das ist ja der Unterschied, der feine Unterschied zwischen Literatur und dem Leben, dass das Leben immer weitergeht und ein Buch immer irgendein Ende haben muss. Das stimmt. Aber trotzdem schreibst du immer und immer weiter und sehr regelmäßig. Ich glaube, das ist jetzt dein 29. Buch oder so. Wie eben das Leben immer weitergeht, gehen auch deine Bücher immer weiter. Und hier und in vielen Büchern spielt deine Familie eine große Rolle. Die haben sich inzwischen daran gewöhnt, schätze ich. Oder die Kinder sind ja in diese Geschichten hineingewachsen. Gibt es jemanden, der besonders glücklich ist in deiner Familie mit der Rolle, die er spielt? Oder kann man Nein. nicht? Unglücklich? Glücklich? Naja, also wir besprechen natürlich immer wieder, kommen wir auf dieses Thema. Also meine Mutter war mit diesem neuen Buch ziemlich unzufrieden. Die hat das nur bis zur Hälfte gelesen, glaube ich. Sie also ist aber besonders reisefreudig, abenteuerlustig und besteht sogar den Pflegetest nicht. Ist sie wirklich schon Ende 80, glaube ich? Die wird 89. Okay. Es gibt eine besonders schöne Geschichte, wo sie sich für Pflegehilfsmaßnahmen einführt. Nee, also, ja, manchmal geht es sehr gut. Ja, ihr geht es viel zu gut für diese Pflege. Er ist ganz begeistert, der Gutachter von ihr. Ja, das ist eine... Na gut, aber die Gutachter nicht immer so. Die wollen einfach keine Pflegestufen geben. Ja, stimmt. Aber sie wollte auch gar keine haben, scheinbar. Also wieso war Entschuldigung, dann, aber wieso war sie unzufrieden? Am Ende dann schon, ja, wollte sie nicht. Wieso war sie unzufrieden? Nee, sie war unzufrieden mit den Geschichten, sie war der Meinung, dass ich ihre Freundin irgendwie schlecht beschreibe. Das stimmt gar nicht. Eigentlich sind das alles Lobeshymnen an die Menschen. Ich schreibe nie was Schlechtes. Sie sind ja vor Corona, diese alte Damen, oft zu Konzerten gegangen. Meine Mutter ist in so einem Kulturkreis, wie heißt das? Naja, das war früher die Volkshochschule, die Englisch-Gruppe der Volkshochschule. Ja. Meine Mutter hat 23 Jahre lang Englisch gelernt in der Volkshochschule, Berlin-Lichtenberg, bis eines Tages die Lehrerin in Rente ging. Obwohl diese Lehrerin die jüngste war von dieser ganzen Bande. Und die Bande ist, na Bande ist das falsche Wort, sind fünf Omas und ein Frank. Ja. Und die gehen zusammen ins Theater, ins Konzert, Philharmonie. Und da beschreibe ich Mahlers 5. Symphonie, wo Mamas Freundin aus diesem Kreis aufsteht, mitten im Konzert und schreit Bravo, weil ihr das plötzlich so gut gefallen hat. Das hat sie ins Herz getroffen. Und Mama sagt, ja, hör doch auf, setz dich. Die haben noch nicht zu Ende gespielt. Du musst doch Rücksicht nehmen auf andere Menschen. Und meine Mama sagt, Quatsch, die Freundin sagt, ich habe mein Leben lang, 80 Jahre lang habe ich Rücksicht genommen, jetzt möchte ich endlich sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Aber Mama dachte, wenn das Menschen lesen, die sie kennen, dann werden sie denken, die sind ja voll Gage. So. Hast du manchmal Angst, dass jemand, oder vielleicht auch die Hoffnung, dass jemand zurückschreibt, also ein Familienmitglied, ihre Sicht auf dich? Ja? Ja, wäre cool, ja. Aber gibt es keinen. Dass sie was schreiben? Ja.
Meine Tochter hat ihre Bachelorarbeit, eine großartige Arbeit, herausragende Arbeit, fertig geschrieben und schon gute Note dafür bekommen. Hat sich immatrikuliert für Master. Sie studiert europäische Ethnologie und Gender Studies. Super, also ich studiere da quasi mit. Ich habe auch diese Bachelorarbeit fünfmal redigiert. Sie hat ein bisschen, sie schreibt ganz anders, viel wissenschaftlicher als ich. Aber in der Uni, an der Uni meinen sie, dass sie auch so schreibt wie ich, ein bisschen übertrieben. Okay. Und hast du vielleicht auch in Gendersprache deine Geschichten jetzt schreiben können? Ich habe über ihre Arbeit hier geschrieben. Naja, aber in Gendersprache, ich meine, dass du jetzt auch, also mit Sternchen. Nee, so weit bin ich noch nicht. Das nicht. Ja, aber ich verstehe zumindest, wo das alles herkommt und wozu das gut ist. Ja. Das hat mir meine Tochter beigebracht. Aber und sie wird ganz sicher weiter schreiben, nur auf deine Frage zu antworten, ob jemand noch schreibt. Sie wird ganz sicher weiter schreiben. Und Sebastian, mein Sohn, er ist mehr auf Filme. Er will Filme, also einen Film, mit dem er schon sehr lange da hadert. Aber ich sehe schon, jemand, der so stark etwas wünscht, so ein Ziel hat, ja, der kriegt es auch hin. Und, aber etwas verstört scheinst du in den Büchern zumindest auch zu sein, dass deine Kinder so starke Weltverbesserungsdrang haben. Die Welt so sehr verbessern wollen und du etwas weniger oder du bist da etwas zurückhaltender, habe ich den Eindruck. Na, es ist so, du hast jetzt ein sehr wichtiges Thema angesprochen. Ja. Wenn es überhaupt noch in dieser Situation der allgemeinen Verblödung irgendwo einen klugen Mensch gibt und du ihn in deine Sendung einlädst und fragst, was sollen wir tun, wird dieser kluge Mensch mit Sicherheit sagen, hört auf eure Kinder. Nur die Kinder können diese Welt, ich meine menschliche Welt, retten, weil sie nicht, also unbelastet sind, also sie sind nicht vorbelastet mit diesem ganzen, also sie sind noch nicht im Kessel, also sie heizen das nicht mit an, sie haben noch ein Recht auf Entscheidung. Also sollte es irgendeine Rettung geben auf diesem Weg in die Hölle, dann werden es die Kinder sein, die diesen Weg finden können. Du bist seit vielen, vielen Jahren deutscher Schriftsteller, wirst aber trotzdem natürlich immer noch nach Russland gefragt, auch nach der Politik. Und du sagst immer gerne, besser sie fragen mich als jemand anderen. Ja. Aber nervt dich das? Oder bist du eigentlich wirklich ein politischer Mensch und möchtest dich auch gern zur russischen Politik zum Beispiel äußern oder lieber nicht? Doch, frag mich nur. Natürlich, ich äußere mich gerne zu allen möglichen Fragen. Zum Beispiel Belarusland, was denkst du, wenn du die Proteste in Belarus zum Beispiel siehst, was denkst du? Erinnert dich das an die sowjetischen Zeiten oder will man eingreifen, will man etwas sagen, will man auch einen politischen Text schreiben, aber das ist ja eigentlich deine Sache nicht. Mein Freund Vitali Sklarov, der hier in Deutschland in Vechta Politologie studiert hat, zu Ende studiert hat und mit mir zusammen auch Russendisco gemacht hat und 100 andere Projekte überall in Deutschland, ist aus Belarus und sitzt da jetzt im Knast, weil er sein Kind zu Oma bringen wollte. Da ist was schiefgelaufen, weil sie gerade gesucht haben nach einem Politologe. Und sein Schwerpunkt ist auch, wie man soziale Netzwerke bei politischen Kampagnen benutzt. Diese Revolution in Belarus kam aus dem Internet. Also haben sie dann gleich gedacht, also die Führung dieses Landes, das ist der ausländische Agent, der diese Unruhen steuert. Und dafür sitzt er jetzt schon fast 2 Monate im Knast. Wir tun alles, um internationalen Druck zu schaffen, um ihn da rauszuholen. Mhm. Das musste ich jetzt einfach, weißt du. Ja, unbedingt, deshalb frage ich. Und was machst du oder was kann man tun oder zu wem gehst du, an wen wendest du dich? Ich habe schon an alle möglichen deutschen Parteien mich gewendet, an Zeitungen und Zeitschriften, an NGOs. Also wir haben jede Menge zustande gebracht. Einerseits kann man sagen, das hat nicht viel genutzt. Andererseits wissen wir nicht, wie es anders wäre, wenn keine Krähe nach meinem Freund Vitali dann überhaupt krähen würde.
damit es nicht schlimmer wird. Das ist schon wichtig, glaube ich, immer wieder darüber zu reden. Da sitzen auch noch 7000 andere politische Gefangenen. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Aus meiner Sicht viel wichtiger als Bau von Gasleitungen, von Nord Stream 2. Es ist überhaupt unglaublich weicheig und harmlos, diese deutsche Außenpolitik. Die hat überhaupt kein Profil, also niemand weiß, was die Prioritäten sind. Welche hat überhaupt eine, diese EU als größte Wirtschaftsmacht der Welt, ja, überhaupt eine Position? Mhm. Was meinst du? Eine hat sehr sie? Schwache Position oder immer wieder eine Scheinposition oder immer wieder, Nord Stream 2 ist ja ein gutes Beispiel offenbar, eine symbolische Position oder da ist ja auch die EU auch gar nicht einig. Es gibt ja Länder, die zu Nord Stream 2 zum Beispiel eine klare kritische Meinung haben, aber weil sie auch nicht profitieren. Deutschland hat eben eine nicht klare Meinung. Wir drohen immer, es wird ja immer gedroht. Ist zum Beispiel, das ist ein Thema, das ich wirklich nicht verstehe. Also ich dachte, wie du sagst, ja, ich bin ja als Russenexperte immer wieder gefragt worden. Ich dachte, da muss ich ja darüber nachlesen, weil ich mich überhaupt nicht auskenne mit dieser Geschichte. Ich bin nicht schlauer geworden. Ich dachte, da sind irgendwelche Vorverträge geschlossen worden, dass die Deutschen oder Europäer dieses Gas kaufen müssen in bestimmten Mengen. Aber nichts davon habe ich gefunden. Es ist ein zu 100% russisches Geld, russisches Projekt, wo sie vor Jahren schon gesagt haben, als die Deutschen noch überhaupt nicht wussten, ob sie das haben wollen, haben die Russen gesagt, ja, das ist ja auf längere Zeit gedacht, die Regime kommen und gehen und die Röhre, die liegen erstmal da, die sind da. Also niemand zwingt, wenn du ein Land bist, dann bist du natürlich interessiert, so viele Leitungen wie möglich zu haben, damit du eine Auswahl hast. Dann kannst du auch zu den Amerikanern sagen, macht doch eures Flüssiggas billiger. Wir haben hier so viele Röhre, aus jedem Land kommt einer. Wie kommen wir jetzt überhaupt auf dieses Thema? Wie kommen wir auf Gas, wo wir doch über Literatur sprechen das wollten, stimmt. Volker? Das stimmt. Vielleicht möchtest du auch gerne einen Text vorlesen aus deinem Buch. Rotkäppchen raucht auf dem Balkon. Frag deine Eltern, das ist cool. Früher hat die ältere Generation ihre Schätze an die Jungen weitergegeben. Großmütter verschenkten ihren Schmuck an ihre Töchter und Enkelinnen. Großväter gaben ihre Waffen an die jungen Männer in der Familie weiter. Nun hat sich die Zeit gedreht. Die Jüngeren beschenken die Alten und Kinder müssen die Verantwortung für ihre Eltern übernehmen. Ich glaube, das Schicksal aller Omas ist, dass sie irgendwann das alte Smartphone des Enkelkindes bekommen. Die Schenkung erfolgt nicht immer freiwillig. Das Enkelkind wehrt sich. Es stellt pathetische Fragen. Wozu braucht Oma überhaupt ein Smartphone? All ihre Freundinnen sind doch analog. Sie kann mit ihnen auch direkt kommunizieren. Das Enkelkind muss überredet werden und bereitet sich gründlich auf die Telefonübergabe vor. Es löscht alle Fotos, Videos und Kontakte, entfernt alle offenen Accounts bei Tinder und Instagram und stellt währenddessen weiterhin den Sinn der Schenkung in Frage, weil Oma angeblich der technischen Herausforderung gar nicht gewachsen ist. Die Oma aber will auf der Höhe der Zeit sein. Sie will auch Selfies mit ihrer Katze machen und die Bilder ihrer Schwester nach Moskau schicken. Die Moskauer Schwester hat ebenfalls eine Katze und bereits vor 2 Jahren ein Smartphone von ihren Enkelkindern bekommen. Weil sie in Moskau alles früher bekommen, die Enkelkinder bekommen sie früher und Smartphones auch, logischerweise. Sie wundert sich schon die ganze Zeit, warum sie mit ihrer Schwester in Berlin nicht skypen und whatsappen kann. Meine Mutter hatte die Vorzüge der neuen Technik schnell kennengelernt und verinnerlicht. Sie hatte nämlich ihre Freundinnen konsultiert, von denen die meisten bereits solche Geräte besaßen. Sie zeigten meiner Mutter, welche nützlichen Programme sich herunterladen könne, die für das alltägliche Leben unabdingbar waren. Routenplaner, Gehirntrainer, Schrittzähler, Schachspiel und Astrotypologie mit Sternzeichendeutung.
Das Herunterladen verlief jedoch nicht ganz reibungslos. Plötzlich erschien auf Mamas Telefon der Befehl: Frag deine Eltern, ob du dieses Spiel spielen darfst. Gleichzeitig bekam ich auf mein Telefon die Nachricht: Achtung, dein Kind will spielen. Zulassen oder verhindern. Und weiter geht es, wie wir den Kinderschutz versuchen abzubauen. Mhm. Ich scheitere immer wieder daran. Die Kinder zum Glück nicht. Die Kinder können das locker, ja, ja. Aber bei mir, das hat nie geklappt. Ob jetzt ob bei der Waschmaschine oder bei dem Elektroherd. Es ist beinahe unmöglich, diese blöden Kindersicherungen zu knacken. Kinder können das problemlos, ja. Mhm. Also meine. Ja, aber deine Mutter hast du dadurch nach wie vor jetzt noch gut im Griff. Also du hast ihre Internetaktivitäten hast du immer im Blick. Sie hat inzwischen oder? Also eigentlich nur zwei Apps, die sie gut benutzt. Das ist Schrittzähler. Hatte sie sowieso schon in so eine Uhr mit Schrittzähler. Mhm. Da hatte sie kein Vertrauen daran, weil das zeigt irgendwie nachmittags 43. So wenig kann sie ja nicht gelaufen sein, dachte sie. Und die andere App, die sie gerne benutzt, ist Fernschach. Schachspielen mit Unbekannten. Das hat sie schon immer gemacht. Fernschachspiel war in meiner Heimat eine sehr verbreitete Sportart. Die haben doch alle Fernschach gespielt. Meine Mutter für Maschinenbauinstitut saß auf dem vierten Brett. Die hatten eine Mannschaft. Kennst du das Fernschachspiel? Da musste man Züge per Post schicken. Ach so, per Post natürlich nicht. Ich kenne es, mein Sohn hat das jetzt mit seinem Opa auch gemacht während Corona. Immer telefonisch. Ja. Telefonschach so gespielt, ja. Na, früher gab es noch kein Internet. Ja, klar. Telefon, nee, das ging doch nicht. Nee, man also Land gegen Land, es gab ja Weltmeisterschaften, die Jahre dauerten, weil die Post natürlich... Warten heute noch auf den Titelträger. Nicole, das ist schön. Nee, das hatte zur Folge die Länge dieser Meisterschaften, dass bei der letzten Weltmeisterschaft im Fernschachspiel, kannst du nachschauen, 1993 trafen in der Finale zwei Länder aufeinander, die es überhaupt nicht mehr gab. Ja. Sowjetunion gegen DDR 1993. Sowjetunion hat nach Punkten gewonnen. Da ist noch der letzte Spieler gestorben in Tambov. Das war eine traurige Geschichte. Aber immerhin ist meine Heimat drei Jahre nach der Auflösung als letzter Weltmeister im Fernschachspiel in die Annalen der Geschichte eingegangen. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Glückwunsch dafür und Glückwunsch zu dem Buch. Das heißt, Rotkäppchen raucht auf dem Balkon. Das ist jetzt erschienen. Und das nächste wissen wir auch schon, wie es heißt. Deutschland raucht auf dem Balkon. Vielen, vielen Dank, Wladimir Kamenev, für den Besuch. Danke für die Einladung.